Ich hätte vielleicht einen Quicksave machen sollen. Automatisch speichern, genau. Gut, schön hast zu wissen, dass das nicht so toll geklappt hat. Mhm. Nice and quiet. Wenn ich also durch die Tür gehen würde, würde ich gleich auf die stoßen. Das will ich jedoch nicht. Ich will erst hier rein. Wir machen das nochmal genauso und dann machen wir einen Quicksave, bevor wir in den nächsten Raum gehen. So. So. Du trink davon. Du kriegst ein Ale. Ausdauer, Verfassung. Dann futter auch mal was. Und was gegen Erschöpfung, so. Ja. Genau, drängen wir sie mal so in die Ecke. Tell me. Permit. This thing is doing the job. Gut. So sind es zwar zwei auf einmal. Jetzt ist noch einer auf einmal, aber die kriegen wir so schon tot. Hm. Ihr könnt ruhig weiter mitschießen. Tell me. Wo willst du hin? Lass dich etwas zurückfallen. Okay. Nur ein Dark. Schleudern wir mal eine Bombe auf den. So, jetzt ist er wenigstens auch benommen. Ja. Und sie sind alle weg. So, gut. Right. Hier haben wir den Blitz. Und den Rest zum Wegpacken. Ich könnte wirklich mal was von den Schriftrollen benutzen. Verteidigung gegen Verängstigt-Angriffe. Schriftrolle des Chaos-Fußes. Das ist Heilung. Benötigt Wissen. Überleben für... Das bringt es nicht ganz so viel eigentlich, diese Überlebensschriftrolle. Da bringt es das Netz doch mehr. Feuerstrahl, Chaosfuß. Chaosfuß hast du doch eigentlich schon. Dann kannst du ja von mir aus den Zwillingsstein mal nehmen. So, F5. So, ihr drei nach vorne. Hey. Tell me. Light, flame and sound. So. Que? Hey. Und dann blockiert ihr mal. Ja, das kennen wir alles von gerade eben. Okay. Gelähmt. Nein, nicht auf. Nicht so. Und irgendwer sollte die Tür hinter uns schließen, sonst kommen sie von hinten, fällt mir gerade so auf. Let's go. Genau, so beißen. Hey.
So, jetzt sind es nur noch ein Ghoul, ein Dark Ghoul. Ihr könnt ruhig mithelfen. Den da schlagen, der vor dir steht. Jetzt könnt ihr den schlagen. Und dir auch. Du, leg bei dir jetzt selber mal Hand auf. Und fertig. Achate, ein Haufen Geld. Sure. Okay. Jetzt gucken wir erstmal in den Nachbarraum. Da ist nämlich noch ein Dark Ghoul. Und weg ist der Dark Ghoul gleich, hoffentlich. Ja, der Dark Ghoul ist weg. I shall be discreet. Das wird der Schlüssel zu dem Anwesen sein. Oh, wurde im Lager abgelegt. Okay. Schloss geknackt. Eine Armbrust und ein paar Gold. So, noch Fleisch. Ah, freischalten mit Konzentration plus 10. Ah. Hallo. Hinter der Karte scheint ein fahles Licht. Ein grobes Loch führt ins Freie, als ob sich jemand durchgegraben hätte. Oh, eine Katze. Und Geld. Arme Katze. Brief an Walters Hausmeister. Dies ist eine an das Hausgesinde gerichtete Notiz. Bitte sieh zu, dass das Mobilium-Mausoleum gekehrt wird und der Marmor piliert wird. Der Schlüssel hängt wie immer in der Küche beim Ofen. Okay. Die Küche ist hier. Die scheint dem Brief erwähnte Haken zu sein, aber der Schlüssel zum Mausoleum fehlt. Okay. Solche interaktiven Sachen finde ich eigentlich gar nicht mal ziemlich cool. Hier hat sich jemand durchgegraben. Aber wo ist die Person, die sich da durchgegraben hat? Kann das sein, dass sie sich im Mausoleum versteckt hat? Oder sie hat sich ins Nachbarnwesen gegraben. Das heißt, wir gucken jetzt hier mal rein. Tatsächlich, hier ist jemand. Okay. Diese alten Brotleibe sind so hart wie Stein.
Diese entsorgten Kartoffeln sind voller feuchter, übel riechender Druckstellen. Hallo. Eine Frau beugt sich über den lodernden Kamin und wirft ein zersplittertes Stuhlbein in die Flammen. Als du dich näherst, bemerkst du etwas Unnatürliches an ihr. Ihre Haut ist seltsam blass unter ihrem Fleisch bewegt sich nichts, obwohl ihre Arme geschickte, effiziente Bewegungen ausführen. Und dann siehst du das runzlige Fleisch über ihrem Herzen, zerklüftet und blutleer. Paliginas Augen weiten sich und sie hält dich mit einem gefiederten Arm davon ab, weiterzugehen. Hagrim, sei vorsichtig, sie ist nicht gesund. It's rude to stare, you know. Don't worry. I've no mind to start anything with you. After all, I've stayed in such good shape by choosing my meals carefully. Es ist unhöflich, andere anzustarren. Keine Sorge, ich habe nicht vor, mich mit dir anzulegen. Schließlich bin ich nur deshalb so gut erhalten, weil ich meine Mahlzeiten sorgfältig auswähle. Und wer bist du? By the grace of my own careful preparations. When I heard the claws scrabbling at the door outside, I took care of matters myself. And since then, I've been careful to keep myself fresh and fed. Sie lacht wohl. Ich habe überlegt. Ich habe überlebt, weil ich mich sorgfältig gerüstet habe. Sie fährt mit einem Finger über die zerfurchte Loch in ihrer Brust. Als ich die Klauen vor der Tür habe kratzen hören, habe ich die selbst in die Hand genommen. Und seitdem sorge ich gewissenhaft dafür, dass ich frisch und genährt bin. Weißt du, was hier geschehen ist? Incredible act of animancy. Of a magnitude this part of the world likely hasn't seen since Anguithan times. Someone found something very powerful and ancient. And I'd bet my own preserved life it wasn't Aldhelm or his lovely assistant. Eine unglaubliche Akt der Beseelung von einer Größe und Bedeutung, wie sie dieser Teil der Welt seit irgendwie tanischen Zeiten nicht gesehen hat. Ihre toten Augen glänzen fasziniert. Jemand hat etwas Mächtiges und Uraltes gefunden und ich wette mein eigenes konserviertes Leben, dass es nicht Aldhelm oder sein bezaubernder Assistent waren. Ich verstehe immer noch nicht, warum der Bezirk voller wandernder Leichen ist. Sie wirbelt herum und blickt dich an. Weil jemand einen Weg gefunden hat, ihre Seelen an ihre Körper zu binden. Verstehst du denn nicht? Sie tippt sich ungeduldig mit dem Finger gegen den Schädel. Wenn das Herz aufhört zu schlagen, wenn das Blut aufhört zu fließen, bleiben ihre Körper daher belebt und verspüren einen neuen Hunger. Sie wendet sich wieder dem Feuer zu. Wer diesen Hunger mit lebendem Fleisch und mit Essenz nähren kann, der bleibt stark und scharfsinnig. Wer das nicht kann, degeneriert schnell. Sag mir, was du über Aldhelm weißt. Sein Name ist es kaum wert, wiederholt zu werden. Er ist ein Narr, der gerne hübsche Artefakte ausbuddelte und sich einen Gelehrten schimpfte. Das Traurige an der Besinnung heutzutage ist, dass wirklich jeder von ihm behaupten kann, Fachmann zu sein. Aha. Sie lächelt zynisch, das bezweifle ich. Ich gehe da mal lieber wieder. Okay. Das heißt, sie ist hier wohl ganz alleine. I'll get it open. I've got it. Oder hat sie da hinten jemand eingesperrt? Ein Gefangener? Mehrere Gefangene? Spinnenfinger, schwacher Zauber, Wiederherstellung von leichter Ausdauer und Wahrnehmung plus 1. Hagrim braucht ja eigentlich Gewandtheit, keine Wahrnehmung. Unterbrechung, Abwehr, Reflexe, Aktionsgeschwindigkeit und Reflexe. Das ist eigentlich was für Paligina oder... Ja, Paligina eigentlich. Ja. Steigert ein paar Sachen, sehr gut. Du bist keiner von Ikantas Dienern. Bitte, du musst uns hier wegbringen, bevor sie uns tötet. Was ist mit euch geschehen? Wir sind nur Gärtner. Als der Bezirk um Chaos versang, nahm Ikanta uns auf. Sie sagte, wir wären hier sicher, bis die Ritter die Lage unter Kontrolle hätten. Stattdessen hat sie uns hier eingespürt.
Jede Woche kommt eines dieser Monster, die ihr dienen, und führt einen von uns fort. Ich weiß nicht, was sie mit ihnen tut, aber manchmal können wir ihre Schreie hören. Bitte bring uns hier weg. Der Weg zum Bezirk des Tors sollte sicher sein. Geht. Danke, das werden wir euch nie vergessen.